Guten Morgen, heute ist mein vierter Reisetag. Ich bin in Montreux-Le-Château und werde heute nur bis Joinville fahren. Nur heißt 40 Kilometer, aber das reicht. Ein kleiner Blick zurück auf mein schönes Stadthaus, das direkt gegenüber eines Parks liegt, wo sich auch ein Lavoir, also ein früheres Waschhaus, befindet. Ich verlasse Gondrecourt-le-Château und erreiche bald die Gabelung, wo der Wanderweg abzweigt. Anfangs ist der Weg auch gut befahrbar. Er wandelt sich nach einer Weile jedoch zu einem ungemähten Wiesenweg. Da stehe ich nun auf dem Grasweg zwischen all den Feldern. Solche Wege kann ich hier nicht mit dem Rad fahren. Die sind ständig Furchen. Man muss ständig runterspringen vom Fahrrad. Das geht nicht. Ich muss mir jetzt einen anderen Weg suchen. Das mache ich und habe bald wieder festen Boden unter den Reifen. Ich erreiche eine Hochebene und komme auf den asphaltierten Straßen zwischen all den kleinen Dörfern gut voran. Und habe hier gerade dieses wunderbare alte Waschhaus entdeckt mit einem Picknickplatz. Das ist die Mittagspause. Es gibt ein paar Mini-Salamis. Die Karotte kennen wir schon. Ein paar Nüsse. Und dann habe ich hier noch ein paar Kekse. Ich bin immer noch bei meinem Picknick. Es ist inzwischen aber schon sehr heiß geworden. Und ich habe jetzt mal wieder meine Schutzmontur angezogen, um von der UV-Strahlung ein bisschen verschont zu bleiben. Natürlich schaue ich mir auch noch das Waschhaus an. Allerdings ist das Becken hier leer. Dafür sprudelt es in einem Nachbardorf munter in einen Brunnen. Zeit für eine Muschel. Die Fahrt geht weiter und ich bleibe meist auf der kargen Hochebene, auf der sich neben bereits abgeernteten Feldern Windkraftanlagen befinden, sowie auch Sonnenblumen. Wie komme ich jetzt hier am besten durch, ohne nasse Füße zu kriegen, ohne das Rad irgendwo drin zu versenken? Ich weiß es nicht. Natürlich gab es einen Weg durch diese große Pfütze. Und die einsame, offene Landschaft lädt nun ein, die Drohne einmal fliegen zu lassen. In sausender Fahrt verlasse ich die Hochebene und erreiche einen Friedhof. Auf Friedhöfen in Frankreich finden sich immer Wasserhähne in Trinkwasserqualität. Die kleinen Dörfer sind immer für eine Überraschung gut. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Gorilla oder den Riesenteddy. Hier hat jemand auf dem Balkon eine ganze Strandszene nachgestellt. Dies ist der Kanal Entre Champagne et Bourgogne, der mich nach Joinville führt und an dem auch meine Unterkunft liegt, hier bereits auf der anderen Seite zu sehen. Bis zum Check-in habe ich noch ein wenig Zeit und erkunde nun das Zentrum von Joinville. Heute am Sonntag ist allerdings fast alles geschlossen. Und dies ist das Château von Joinville.
Dann geht's zurück zum Kanal und ich beziehe mein Zimmer, in das das Rad mit hinein darf. Am Abend lasse ich mir eine Pizza und einen Salat kommen. Danke fürs Zuschauen und wenn euch mein kleines Abenteuer gefallen hat, dann klickt auf Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Wir sehen uns in der nächsten Folge.